Dass dem eigenen Kind etwas zustoßen könnte, ist für Eltern wohl das Schlimmste, was sie sich vorstellen können. Für Viktoria und Jens-Uwe Gericke ist dieser Albtraum vor 6 Jahren zur grausamen Realität geworden. Am 2. Mai 2015 verschwand ihre damals 5-jährige Tochter Inga bei einem Grillabend mit Freunden. Bis heute fehlt von dem Mädchen jede Spur. Gemeinsam mit euch möchte ich mir im heutigen Video die mysteriösen Umstände von Inga Gerickes Verschwinden genauer anschauen. Wer auf dem Wilhelmshof kommt, denkt zunächst einmal, hier endet die Welt. Der Hof liegt völlig abgeschieden, umgeben von Wald. Schwer suchtkranke und psychisch kranke Menschen werden dort betreut. Sie leben nicht nach der Uhr, sondern nach einer Glocke, die zu den Mahlzeiten und zu den Gottesdiensten ertönt. Es ist ein Ort, an dem Zeit scheinbar keine Rolle spielt. Für manche mag das ein Ort der Glückseligkeit sein. Kriminalrat Reimer klockt sie. Auf einen Ort der Glückseligkeit hoffte auch Familie Gericke, als sie am 1. Mai-Wochenende 2015 den Wilhelmshof besuchte. Freunde von ihnen arbeiteten dort und hatten sie für ein paar Tage eingeladen. Viktoria und Jens-Uwe Gericke hatten 4 Kinder. Das jüngste Kind war mit 5 Jahren die kleine Inga. Der Wilhelmshof in Sachsen-Anhalt war für Kinder in Ingas Alter ein wahres Paradies. Es gab für Besucherkinder viele Spielplätze mit ganz unterschiedlichen Klettergerüsten und jede Menge Platz und Wiesen zum Toben und Spielen. Der durch das Diakoniewerk betriebene Hof lag in wunderschöner ländlicher Gegend, etwa 30 Kilometer westlich von Stendal, und war umgeben von Wald und Grünflächen. Aber nicht nur durch seine Abgeschiedenheit konnte man dort regelrecht die Zeit vergessen. Es gab dort auch nirgends Uhren. Das lag an den Bewohnern, die dort lebten. Der Wilhelmshof war eine Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung, für psychisch Kranke oder für Personen mit Suchtproblemen. Diese lebten nicht nach der Uhr, sondern nach einer Glocke, die zu den Mahlzeiten ertönte. Aber was Familie Gericke nicht wusste, auch Verbrecher wurden hier untergebracht. Wäre ihnen das bewusst gewesen, hätten sie sich sicherlich nicht von dem friedlichen Erscheinungsbild des Hofes täuschen und ihre Kinder dort so frei spielen lassen. Am 2. Mai 2015 war ein Grillabend geplant. Da sie vorhatten, sich am nächsten Tag wieder auf den Heimweg zu machen, wollten die Gerickes diesen letzten Abend gemeinsam mit ihren Freunden entspannt ausklingen lassen. Das Gelände rund um den Grillplatz gehörte zu dem Haus der Betreuer und war von den Räumlichkeiten der Bewohner aus kaum einsehbar. Familie Gericke und ihre Freunde waren also unter sich und empfanden den Platz als sicher und geschützt. Ein Ort, an dem man das Ausbrechen aus dem Alltag genießen konnte. Gegen 18 Uhr begannen sie alles vorzubereiten. Gemeinsam brachten sie Geschirr, Holzkohle und die Lebensmittel zum Grillplatz. Auch die Kinder trugen abwechselnd Getränke und Essen vom Haus der Betreuer zum Feuerplatz. Die Strecke belief sich gerade einmal auf 100 Meter. Um 18.30 Uhr schnappte sich Inga 2 Wasserflaschen, lief zum Grillplatz, stellte sie dort ab und machte sich sofort auf den Weg zurück zum Haus. Doch da sollte sie nie ankommen. Das Mädchen verschwand auf einer Strecke von 100 Metern, die man in nicht einmal einer Minute zurücklegte. Gegen 18.40 Uhr bemerkten ihre Eltern ihr Verschwinden. Sofort brach Panik aus. Alle versuchten sich damit zu beruhigen, dass Inga gerade noch da war und noch nicht so weit weg sein konnte. Also suchten sie das Gelände des Wilhelmhofes ab und riefen nach Inga. Doch von dem Mädchen fehlte weiterhin jede Spur. Viktoria und Jens-Uwe alarmierten die Polizei. Diese begann sofort eine groß angelegte Suchaktion, der sich noch einige freiwillige Helfer anschlossen. Mit über 1000 Menschen und mehreren Helikoptern durchstreiften sie die umliegenden Wälder. Aber allein das Grundstück des Wilhelmhofes war mit 3500 Hektar riesig groß. In den nächsten Stunden durchsuchten die Ermittler über 4700 Hektar nach Inga. Erfolglos, das Mädchen war wie vom Erdboden verschluckt. Ingas Eltern waren sich sicher, dass ihre Tochter nie allein in den Wald gelaufen wäre. Aber gleichzeitig war das Grundstück so abgeschieden, dass niemand zufällig am Hof vorbeikommen und Inga entführen konnte. Vor allem nicht auf einer Strecke von 100 Metern, in nicht einmal 10 Minuten. Neben Helikoptern durchsuchte die Polizei die Gegend auch mit Spürhunden. Einer dieser Hunde konnte tatsächlich Ingas Spur aufnehmen und folgte dieser durch den Wald bis zur Autobahn. Aber dort hörte die Spur nicht auf.
Sie führte über die Autobahn bis nach Berlin und von dort aus bis nach Dresden. Dort verlief sich die Spur. Einige Zeit später sollte sich eine Zeugin aus Nürnberg bei der Polizei melden. Sie war zu der Zeit von Ingas Entführung zu Besuch in Berlin. Sie berichtete, dass sie sich sicher sei, Inga dort in der U-Bahn gesehen zu haben. Das Mädchen sei in Begleitung eines heruntergekommenen Mannes gewesen und war ihr deswegen aufgefallen. Der Mann hätte keine Schuhe getragen und das traurig schauende Mädchen regelrecht hinter sich hergeschliffen. Die Spur führte leider zu keinem Ergebnis. Aber der Zufall ist schon sehr groß, dass eine Zeugin das Mädchen genau dort sah, wo auch die Spur der Suchhunde hingeführt hatte. Ob diese Zeugenaussage vor oder nach der Veröffentlichung des Vermisstenfalles von Inga getätigt wurde, weiß man nicht genau. Mit jeder Stunde und jedem Tag, der verstrich, wussten die Ermittler und Ingas Familie, dass die Wahrscheinlichkeit, ihre Tochter lebend zu finden, rapide sank. Denn die ersten 48 Stunden nach dem Verschwinden einer Person sind die wichtigsten. Immer wieder kam die Vermutung auf, Inga könne ja auch einfach weggelaufen sein. Eventuell wollte sie im Wald Feuerholz holen und verlief sich dabei. Doch Ingas Eltern waren sich sicher, dass ihre Tochter nie allein in den Wald gegangen wäre. Dennoch hält sich diese Vermutung bis heute hartnäckig und in einigen Artikeln wird es fälschlicherweise als Fakt dargestellt, dass Inga in den Wald gelaufen sei. Dafür gab es allerdings nie Beweise. Am Tag nach Ingas Verschwinden meldete sich ein Jäger bei der Polizei und meldete eine schaurige Beobachtung. So wäre er in der Nacht ihres Verschwindens nahe des Wilhelmhofes im Wald jagen gewesen. Und während er auf seinem Hochsitz saß und auf Rehe und Hasen wartete, hörte er gegen 4 Uhr morgens ein markerschütterndes Schreien aus dem Wald. Er sagte, es klang wie ein weinendes Mädchen, das immer wieder Papa rief. Was die Aussage des Jägers so glaubhaft macht, war die Tatsache, dass Ingas Verschwinden zu der Zeit noch nicht an die Öffentlichkeit geraten war und er es nicht den Medien entnommen haben konnte. Allerdings berichtete die Polizei Ingas Familie recht schnell, dass sie der Sache nachgegangen seien und nichts gefunden hätten. Sie gingen davon aus, dass der Jäger lediglich ein Tier gehört hatte und es einfach ein makaberer Zufall war. Doch sollte man nicht meinen, dass ein Jäger, der jahrelange Erfahrung in seinem Beruf vorweisen kann, ein Tier von einem Menschen unterscheiden könnte? Die Polizisten vermuteten mittlerweile aber auch ein Verbrechen und dachten, dass der Täter einen Bezug zum Hof gehabt haben musste. Wie bereits erwähnt, war der Wilhelmshof abgelegen und umgeben von Wald. Niemand fährt dort zufällig vorbei. Und normalerweise befanden sich hier auch nur selten Kinder. Die einzigen Menschen, die wussten, dass sich Inga auf dem Hof befand, waren die Bewohner, das Personal und die anderen Familien. Außerdem wäre eine fremde Person aufgefallen. Wollte man sich auf dem Wilhelmshof frei bewegen, musste man dort arbeiten oder leben. Auch die Bewohner, die Vorstrafen hatten, durften sich überall auf dem Gelände aufhalten. Und der Täter schien sich sehr gut in der Gegend auszukennen, da sich das Verschwinden von Inga in einer extrem kurzen Zeitspanne abgespielt hat. Das lenkte den Verdacht natürlich auf eben diese. Aufgrund der Vorgeschichte einiger Bewohner starteten die Ermittler eine große Befragung und schauten sich auf dem Gelände noch einmal genauer um. Allerdings gestaltete sich die Befragung schwerer als erwartet. Am Anfang hatte ich erzählt, dass es auf dem Wilhelmshof keine Uhren gab und lediglich zu den wichtigsten Ereignissen des Tages eine Glocke ertönte. Das führte dazu, dass kaum einer der Bewohner sagen konnte, wo er sich zur Zeit von Ingas Verschwinden befand. Außerdem musste man davon ausgehen, dass der Täter, sollte er einer der Bewohner sein, intelligent genug war zu lügen und von sich abzulenken. Psychologen setzten eine gewisse Intelligenz voraus, um ein Mädchen am helllichten Tage innerhalb von 10 Minuten zu entführen und ohne sich später etwas anmerken zu lassen. Und viele der Bewohner hatten eine stark verminderte Intelligenz. Als die Befragungen vor Ort keine Ergebnisse erbrachten, weitete die Polizei den Kreis der Verdächtigen aus. Etwa 3 bis 4 Kilometer entfernt vom Wilhelmshof befand sich eine forensische Psychiatrie. Hier wurden zahlreiche Sexualstraftäter und Gewaltverbrecher untergebracht, therapiert und auf eine Resozialisierung vorbereitet. Die im Maßregelvollzug untergebrachten Insassen durften sich, wenn sie ausreichend Fortschritte gemacht hatten, ebenfalls frei draußen bewegen. Die Psychiatrie und der Wilhelmshof waren durch eine Straße direkt miteinander verbunden. Mit dem Auto kam man innerhalb weniger Minuten von einem zum anderen Ort. Auch hier befragte die Polizei einige der Gefangenen und das gesamte Personal. Ebenfalls ohne Erfolg. Dann stieß die Polizei noch auf einen weiteren schockierenden Hinweis. Etwa 90 Kilometer südlich vom Wilhelmshof befand sich eine leerstehende Kistenfabrik.
Durch die Hilfe eines Passanten stieß die Polizei darin auf eine auffällige Grube. In dieser war ein toter Hund begraben. Und unter den Knochen des Hundes versteckt fand man zahlreiche Speichermedien, diverse CDs und USB-Sticks. Und auf jedem einzelnen davon befand sich Kinderpornografie. Insgesamt handelte es sich um mehrere tausend Bilder und Videos. Diese wurden ausgewertet und es stellte sich heraus, dass Inga nirgendwo abgebildet war. Des Weiteren stand auf dem Grundstück ein verlassenes Wohnmobil. Darin fand man Unterwäsche von Kindern, ebenso wie diverse Kinderbademode. Die Polizei zeigte Ingas Vater die Kleidungsstücke und dieser konnte bestätigen, dass nichts davon Inga gehörte. Schockierend war aber auch, wem das Grundstück gehörte. Der Besitzer der verlassenen Kistenfabrik war kein geringerer als Christian B. Vermutlich ist Christian B. für einige von euch bereits ein Begriff. Für diejenigen, die noch nichts mit dem Namen anfangen können, folgt an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung. Christian B. ist der Hauptverdächtige im vermissten Fall Madeleine McCann. Das britische Mädchen verschwand 2007 im Alter von 4 Jahren in Praia da Luz in Portugal. Seitdem wird Maddie vermisst und seit letztem Jahr deuten einige Hinweise darauf, dass der deutsche Christian B. sie entführt und getötet hat. Christian B. wurde 1977 in Würzburg geboren und wuchs im Heim auf. Schon früh kam er in Konflikt mit dem Gesetz. Im Alter von 17 Jahren wurde er das erste Mal wegen sexuellem Missbrauch verurteilt. Er bekam eine 2-jährige Bewährungsstrafe. Kurz darauf zog er mit seiner Freundin an die Algarve nach Portugal. Auch zum Zeitpunkt von Maddies Verschwinden lebte er dort. Allerdings reiste er zwischendurch immer wieder mal nach Deutschland und beging dabei oft Straftaten. Vieles davon wurde ihm aber erst später oder gar nicht nachgewiesen. So spekulieren einige auch, dass Christian B. etwas mit dem Mord an Tristan Brübach zu tun hat. Zu Tristans Fall habe ich vor einigen Monaten bereits ein Video hochgeladen, das ihr euch gerne anschauen könnt. Da findet ihr genaueres zu den Spekulationen. Ende der 90er Jahre musste Christian B. zurück nach Deutschland kommen. Er wurde wegen Kindesmissbrauchs angeklagt. Christian wurde schuldig gesprochen und musste eine Haftstrafe absitzen. Als er aus dem Gefängnis kam, reiste er direkt wieder zurück nach Portugal. Dort vergewaltigte er am 2. September 2005 auf brutalste Art und Weise eine 72-jährige Amerikanerin. Er überfiel die alte Dame in ihrem Haus, verband ihr die Augen, verprügelte und quälte sie. 2006 entdeckten 2 Bekannte von Christian B. in dessen Wohnung Videoaufnahmen, auf denen man die Tat sehen konnte. Zu der Zeit saß Christian B. bereits erneut im Gefängnis, dieses Mal wegen Diebstahls. Christian B. musste erneut eine Haftstrafe absitzen. Anschließend zog er vorübergehend zurück nach Deutschland und lebte dort mal bei seiner Freundin und mal in einem Wohnwagen in Hannover. 2011 wurde er wegen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Mitte 2014 wurde er erneut wegen Kindesmissbrauchs gegen Christian B. ermittelt. Dieser setzte sich nach Portugal ab und wurde daraufhin mit einem Haftbefehl gesucht. 2017 konnte er in Portugal festgenommen werden. Seitdem sitzt er in Kiel in Haft. Christian B. wird mit zahlreichen Missbrauchs- und Entführungsfällen in Verbindung gebracht. Auch im Fall Inga Gericke wird er als Verdächtiger genannt. Denn einen Tag vor Ingas Verschwinden stieß er 90 Kilometer vom Wilhelmshof entfernt auf einem Parkplatz mit einem anderen Auto zusammen. Die Polizei wurde informiert und dokumentierte den Parkplatzrempler. Christian B. war also definitiv zum Zeitpunkt von Ingas Verschwinden in Deutschland und in der Nähe vom Wilhelmshof. Dazu kommt die verlassene Kistenfabrik unweit vom Hof, die ihm gehörte. Als er damit konfrontiert wurde, konnte Christian außerdem kein Alibi vorweisen. Für Ingas Eltern ist Christian B. seitdem der Hauptverdächtige. Die Polizei zweifelt noch daran, denn sein Handy befand sich am Tattag nie im Funkbereich der näheren Umgebung des Wilhelmhofes. Außerdem hätte er nicht wissen können, dass sich zufällig an diesem Tag Kinder auf dem Hof befanden. Im Fall Inga Gericke sind die Ermittlungen mittlerweile eingestellt. Ingas Eltern finden das unverantwortlich. Sie fordern, dass wieder ermittelt wird und auch, dass der Spur rund um Christian B. mehr nachgegangen wird. Eventuell hatte dieser Kontakt zu Insassen der forensischen Psychiatrie, wodurch er irgendwie an die Information gelangt war, dass sich Inga auf dem Hof aufhielt. Ingas Vater wünscht sich, dass neue Ermittler den Fall übernehmen und ihn nochmal neu aufrollen. Gemeinsam mit seinem Anwalt erhebt er den Vorwurf, dass stets nur einseitig ermittelt wurde und fordert infolgedessen eine Übernahme durch das LKA Magdeburg.
Die Forderung wird abgelehnt. Die Ehe von Viktoria und Jens Uwe Gericke ist mittlerweile geschieden. Zu sehr hat sie das Verschwinden ihrer Tochter und der verschiedene Umgang mit der Trauer belastet. Während Viktoria immer noch Hoffnung hat, dass ihre Tochter lebend gefunden wird, war für Jens Uwe recht schnell klar, dass das Mädchen nur noch tot gefunden werden kann. Er sagt, dass er endlich trauern möchte, aber dass das nur geht, wenn der Fall geklärt und die Gewissheit da ist. Immer wenn sich das Verschwinden ihrer Tochter jährte, fuhr Viktoria auf den Wilhelmshof. Sie sagte, dass sie sich dort mit Inga verbunden fühle. Und damit sind wir am Ende des heutigen Videos. Was denkt ihr? Ist Inga noch am Leben oder hat ihr Vater leider recht? Und hat Christian B. etwas mit ihrem Verschwinden zu tun? Schreibt mir eure Meinungen doch gerne in die Kommentare. Hinterlasst auch gerne ein Abo oder einen Daumen nach oben. Das hilft mir wirklich sehr und es ist nicht viel Arbeit, nur 2 Mausklicks und ein paar Tastaturanschläge. Vielen Dank schon mal im Voraus und auch vielen Dank fürs Zugucken. Gute Nacht und bis dann.